Geimpft, genesen, gestorben. Im November 2021 stellte Jens Spahn die Prognose, am Ende des Winters sei jeder in Deutschland geimpft, genesen oder gestorben. Nicht nur, dass er damit falsch lag. Dieser Satz hat mehr geschadet, als er vermutlich helfen sollte. Die Infektion wird uns alle treffen. Ungeimpfte, aber auch Geimpfte und Genesene. Alle. Geimpfte und Genesene haben nur ein geringes Risiko auf schwere Verläufe. Was bringt Politiker dazu, zu glauben, solche dramatisierenden Sprüche würden der Sache helfen? Menschen werden sich aufgrund solch einer dramatischen Rhetorik nicht impfen lassen. Aber warum tun Politiker wie Jens Spahn sowas? Nun, natürlich muss der weit verbreitete Narzissmus befriedigt werden. Ein Problem vieler Politiker. Doch das können wir heute gerne vernachlässigen. Was wir nicht vernachlässigen dürfen, Politiker handeln nach veralteten Methoden. Vor 30 Jahren waren wir noch nicht so informiert wie heute. Früher konnten Politiker Ideen einfach noch so durchsetzen. Oft handelte es sich dabei auch nicht um die wahren Beweggründe. Nein, sie überlegten sich, wie verkaufen wir es den Menschen da draußen? Wie verkaufe ich den Menschen meinen politischen Plan? Der wahre Grund, der wurde uns oft nicht genannt. Die Medien konnten damals der Wahrheit schon auf den Grund gehen. Denn sie hatten dafür die Mittel und auch die Zeit. Otto Normalbürger konnte das nur selten. Heute ist das anders. Wir sind überinformiert. Überinformiert in allen Lebenslagen. Internet, Chats, Wissensdatenbanken, Suchmaschinen, soziale Medien. All das gibt uns eine schnelle Übersicht über die wirklichen Beweggründe des politischen Handelns. Ja, und einige können mit dieser Informationsflut umgehen. Einige aber auch nicht. Dennoch, wir wissen heute mehr als früher. Und wissen wir etwas nicht, dann gibt uns das Internet unmittelbar die Antwort. Wir lassen uns heute nicht so einfach für dumm verkaufen. Wir können uns heute auch viel leichter wehren. Meinungsbildung ist nicht mehr einfach den Printmedien oder gar dem TV vorenthalten. Diejenigen, die mit den unendlichen Informationen jedoch nicht richtig umgehen können, die radikalisieren sich gerne. Einerseits radikalisieren sich die Impfgegner und auf der anderen Seite die radikalen Lauterbach-Jünger. Alternativ vielleicht auch die extremen Team-Vorsicht-Freunde von Markus Söder und Winfried Kretschmann. Die denken einfach, wir müssen einfach nur jedem eine Spritze reinjagen und damit wäre dann alles wieder gut. Mitnichten, es wird nicht vorbei sein. Beide Seiten radikalisieren sich immer weiter. Dazwischen stehen jedoch 10 bis 12 Millionen Ungeimpfte und viele Millionen, die sich einfach haben impfen lassen und dabei in keinster Weise hysterisch reagierten. Die Mehrheit will einfach nur ihre Ruhe haben. Und das Thema Corona, das soll möglichst schnell vom Tisch. Beziehungsweise, unser tägliches Leben soll wieder normal werden. Planbarkeit für Urlaub und Business, das wünschen sich die meisten. Wir sollten einsehen, das Virus wird nicht verschwinden. Auch nicht, wenn alle geimpft sind. Am Ende werden die Lauterbachs dieser Welt neue Auflagen kreieren. Neue dramatische Entscheidungen fällen. Doch auch irgendwann werden diejenigen feststellen, mit dieser Lauterbach-Fahrt geht es schnurstracks in eine Sackgasse. Unsere Politiker, die leben in ihrer eigenen Welt. Geimpft, genesen, gestorben. Mein Gott, wie dumm. Politiker, die auf diese Rhetorik setzen, sind mitverantwortlich für die weit verbreitete Impfskepsis. Die meisten Menschen merken intuitiv, wenn Politiker nicht die Wahrheit sagen oder wenn sie andere für dumm verkaufen wollen. Diese dramatisierende Rhetorik ist ein Multiplikator für die Radikalisierung und weiter wachsenden Impfskeptiker. Denn jeder, der das Vertrauen zur Politik verloren hat, wird nur schwer vom Gegenteil zu überzeugen sein. Druck und Gewalt oder eine Verpflichtung, wie zum Beispiel eine Impfpflicht, das alles hilft nicht. Wir müssen aufklären, Fehler eingestehen und unsere Lösungsvorschläge selbst vorleben, es besser machen. Politiker sollten ihren Impfstatus freiwillig offenlegen. Und wenn dann plötzlich Uneinigkeit innerhalb der Parteien, innerhalb von Fraktionen herrscht, dann sollten sie erstmal bei sich selber anfangen und die richtigen Mittel und den richtigen Weg suchen. Das nennt man dann integres Handeln. Denn integres Handeln hilft. Leute, wehrt euch gegen die Willkür und die falsche Dramatik.
nicht auszudenken, wenn wir uns irgendwann mit einem schlimmeren Virus auseinandersetzen müssen und es dann handhaben, so wie jetzt. Natürlich hilft auch eine Impfung. Natürlich. Sie wirkt vielleicht nicht, wie wir es uns wünschen. Sie wirkt dennoch und sie reduziert das Risiko für einen schweren Verlauf. Leute, geht euch impfen. Achtet auf eure Gesundheit. Gebt den Radikalen auf allen Seiten keinen Raum. Ignoriert manche dummen Sprüche und Kommentare einiger unserer Politiker. Das Risiko einer Impfung ist überschaubar und bei Weitem geringer als das Risiko bei einem Infekt mit diesem Scheißvirus. Wenn ihr gegen die politisch ausgerufenen Maßnahmen auf die Straße geht, dann setzt euch auch für bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheitssystem ein. Denn es geht nicht nur um euch. Und ihr seid auch nicht das Volk. Es geht nicht um eure eigene Freiheit. Hört endlich auf, gegen die Auflagen zu verstoßen und zu randalieren. Damit schadet ihr uns allen. Und diejenigen, die sich härtere Maßnahmen wünschen, ihr solltet ebenso euch für umfangreiche Maßnahmen unseres Gesundheitssystems einsetzen. Setzt euch für Lösungen für den Schulbetrieb ein, aber auch für unsere Gewerbetreibenden. Denn das aktuelle Vorgehen ist bei Weitem nicht ausreichend und wird von den meisten Politikern teilweise gar nicht verfolgt. Für all diese Unzulänglichkeiten ist allein die Politik der letzten Jahre verantwortlich. Unsere Politik soll sich endlich wieder für die Bürgerinnen und Bürger einsetzen und das System an sich stärken. Heute ernten wir das, was unsere Regierung in den letzten Jahren gesät hatte. Das war eindeutig der falsche Kurs.